Hey, schön, willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Heute leider mit nochmal einem Grinding-Part. Tut mir wirklich leid, dass ich euch hier nicht wirklich so viel zeigen kann, wie das Spiel kann, aber uns fehlen Karten, Leute. Mir sind leider die Hände gebunden und ich möchte ehrlich gesagt, den hauen wir rein, einfach weil wir können. Komm, den packen wir jetzt rein, einfach weil wir es können. Du, piss off! Ohne Scheiß. Das Ding wird jetzt durch einen untoten Baum ersetzt. Punkt. Ich habe nämlich eine Idee. Eine Idee, die eventuell unser Leben revolutionieren könnte. Oder nur meins, ich habe keine Ahnung. Hey, Dude, es geht. Irgendwas habe ich mal mit dem Skelett gelesen. Es geht mir gerade voll auf den Keks, dass ich mich daran nicht mehr erinnere. Oh, Zambi. Wird ein super Zambi draus. Ganz klasse. Okay, mal gucken. Neuer Part, neues Pecher, komm schon. Fisch. Seeschlange. Übergroßer Fisch. Okay. Okay. Scusi. Scusi. Wir machen so. Boah, meine Nase gerade. Okay. Was bist du denn? Das ist nicht das, was ich wollte. Und das wollte ich eigentlich auch nicht. Wo kommst du denn her? Das habe ich nicht gerechnet. Das ist merkwürdig. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay. Kief gibt nach. Okay. Hier, mein Plan. Mal gucken, ob der funktioniert. Wir machen mal das und das hier. Mal gucken, ob das funktioniert. Nicht so schön, wie ich gehofft hatte. Also, wir haben das Ganze schöner vorgestellt, sagen wir es mal so. Ich habe eigentlich mir eine schönere Karte vorgestellt, aber der umtote Baum ist offenbar doch toter, als ich dachte. Naja, müssen wir da doch nachher nochmal an die Meter ran. Muss der tote Baum doch raus. Ich finde es nur interessanter, dass wir den toten Baum jetzt schon eher gezogen haben als unseren Donnergott. Nur mal so, ne? Wo ist mein Donnergott? Wo ist mein Dönergott? Ich brauche meinen Dönergott. Dönergott, komm schon. Zack. Mechanikjäger. Was auch immer du sein sollst. Nur mal so nebenbei. Ich habe keine Ahnung, was der Mechanikjäger im Grunde wirklich sein soll. Ich meine wirklich. Na komm schon, Mann. Nun mach doch her. Sag mal. Realisiert ihr das oder bin ich der Einzige, dem das auffällt? Dass irgendwie alles gegen mich arbeitet. Weg. Fuck this. Nur mal so. Fuck. Was? Du hast nicht mal ansatzweise Flügel. Du bist einfach nur ein Glitch. Nee. Wie auch immer das sein kann. In welchem Universum? Ey, die Ausrüstungskarten in diesem Spiel sind echt Woge. Nur mal so. Das war klar, dass du... Ja, bitte, radier es von der Erdkarte. Der geht mir auf den Keks, der Vogel. Wo ist mein Donnergott? Egal, wo mein Donnergott ist, hier kommt Gravas. Oder Neko Girl. Ah ja, stimmt. B. Vergaß. Ich vergaß. Es war mein Fehler. Leider sehr. Wow, wie weit haben wir den schon runter? Ich guck gleich echt nochmal nach, ob ich den überhaupt ins Deck genommen habe. Ich zweifle da gerade dran.
Dieser Donnergott ist bislang noch nicht einmal aufgetaucht. Das kann doch nicht wahr sein. Fuck you, Dönergott. Summer fucking everything with everything. Ach ja, der. Ach ja, Frodo. Fuck. Nur mal so, ich bin gerade leicht pissig. Deswegen. Weil irgendwie der noch nicht einmal aufgetaucht ist. Er ist noch nicht einmal aufgetaucht, der Penner. Noch nicht einmal. Und dabei brauche ich ihn. So sehr. Ein Zombie-Ritter. Oh, fucking ra. Brauche ich nicht. Sollen wir mal nochmal gegen Pegasus? Wir versuchen mal nochmal gegen Pegasus. Mal gucken. Vielleicht kommt unser Dönergott ja nur, wenn wir ihn brauchen. Doch, da ist er. Unsterblicher Dönergott. Wo bist du, wenn man dich braucht? Nur mal so. Hä? Wo bist du, wenn man dich braucht? Ich hoffe, er ist wie Darkwing Duck. Er kommt nur dann, wenn man ihn braucht oder sowas. Ah, das ist doch schön. Guck mal einer an. Das ist doch eine schöne Kombi direkt zu Anfang. Zumindest genauso stark wie der Doppelköpfige. Da haben wir schon mal eine sehr gute Chance mit. Es sei denn, er hat Meteor-B-Drachen. Was sogar jemand in die Kommentare geschrieben hat. Witzigerweise ein Part, bevor das passiert ist. Okay. Gut, gut, gut. Weg. Weg. War klar. Na, was haben wir da? Deine Bukuri-Box. Bikuri-Box. Hätte ich eigentlich auch ganz gerne, weil es ist ziemlich stark. 2,6 ist gar nicht mal so schlecht. 2,3 ist gar nicht mal so schlecht. Muss man ja sagen. Ja, das war klar. Aber immerhin kriege ich das Ding weg von ihm. Bikuri-Box. Wurde ja mal Zeit, du Sack. So, jetzt müssen wir dich nur noch irgendwie aufs Feld kriegen. Ob das... Nee, das war klar. Das heißt, wir brauchen einen Sambi-Drachen. Wird auch mal Zeit, dass er sich blicken lässt. Nur mal so. Wir brauchen jetzt einen Drachen mit über 1,6. Also von daher, das wird ein bisschen tricky. Du wärst nicht über 1,6, leider. Was passiert? Nee, das würde nichts bringen. Weg, weg, weg. Drachenmensch, ich vergaß, ja. Frodo. Frodo's back. Den hätte ich auch gerne. Der Meteor-Drache. Der wäre auch richtig praktisch. Wenn ich da noch einen Rotaugen hätte, können wir direkt Meteor-B-Drachen fusionieren. Wäre Game Over. Ja, richtig. Mach mal so. Mach mal den, ja. Mach gut. Mach es okay. Ja. Oh yeah, baby. Achtung, baby. Wurde ja auch mal Zeit, dass der auftaucht. Nur mal so, doppelköpfiger Donnerdrache ist momentan eigentlich die stärkste Fusion, die wir momentan haben können. Deswegen bin ich froh, dass wir sie jetzt endlich haben. Zumindest die Möglichkeit haben, sie rauszubringen. Problem ist, wir haben immer noch keine wirkliche Chance gegen Kaiba. Zumindest gegen seine Armee von weißen Drachen und Millennium-Schilden. Aber da fällt mir schon noch was ein. Da wird mir schon noch was einfallen. Ey, guten Tag. Es geht. Bin ich denn doof? So. Hier. Mach Grillvogel. Und jetzt genau auf Null. Babum. Boom. Witzigerweise, ich hatte den doppelköpfigen Donnerdrachen mal als echte Karte. Dann verschwand er. Burgulator? Gesundheit? Wir versuchen es mal weiter gegen Pegasus. Hoffe ich mal, dass er da wenigstens halbwegs was Gutes gibt. Was bist du? Wertlos, Pegasus! Du Sackgesicht! Gib mir doch deine Bikuri-Box. Die ist wenigstens stark. Ich meine, 2300 ist einiges ein bisschen. Ist auch nicht so derbe genial, aber immerhin etwas. Ah, sehr schön.
Er dachte nach und realisierte, nein, das funktioniert doch nicht, oder? Shit. Das ist schlecht, aber okay. Wir haben Rageki in der Hinterhand, also von daher. Ja doch, das hätte glaube ich nicht funktioniert und dann säße ich nämlich da. Oh, no face. Das creepy Ding. Ja, das hätte nämlich nicht funktioniert. Weil alles unter 1,3 wäre dann zu diesem Marvelous geworden. Und dann hätten wir ein Problem gehabt. Dann hätten wir nämlich das Problem gehabt, dass wir da tot wären. Und zwar auf ewig, auf ewig. So. Mal gucken. Sehr schön. So gefällt's mir. Hauen wir mal weg. Was eigentlich dumm war, so in der Reihenfolge, aber okay. Wir locken mal. Ich hoffe aber, Pegasus gibt uns mal ein bisschen was Besseres. Zur Not müssen wir zu Kief zurück. Und Kief ist ja auch so. Nur mal so. Kief ist so ein Lappen irgendwo. Flammsprender. Sprender. Bei dabei. Uncool. Uncool. Ich will beide Zombie-Drachen nicht einfach wegwerfen. Dafür brauche ich die eigentlich zu sehr. Nur mal so. Ich brauch sie, dafür brauch ich sie, für den Doppelköpfigen. Uncool. Gut, dann machen wir das erstmal so. Machen wir uns eine Lebensversicherung. Für den Fall der Fälle. No-Face ist auch ziemlich fies, sagen wir mal 2200. Das ist auch einiges, das ein bisschen was blocken kann. Finde ich gut, mach weiter so. Babydrache. Ich bräuchte mal einen Zeitzauberer, das wäre cool. Holen wir mal Frodo aufs Feld, komm schon. Los, Frodo. Hol den Ring. Und wirf ihn ins Feuer. Und wenn das nicht funktioniert, wirf dich selber ins Feuer. Und wenn das nicht funktioniert, machst du was falsch. Dann tötet der Dämon. Ne, der Höllendämon. Ach ja, stimmt ja. Er ist ja so badass. Ich will das immer noch austesten. Von daher. Ah, sehr schön. Bum. Bum. Wir machen das einfach mal. Da kriegen wir ein Perfect dabei raus, aber ich glaube nicht. Oder doch. Du kannst ja auch mal mit allem arbeiten. Also, habt beide eine Peitsche. Ich wollte schon sagen, also wenn das jetzt funktioniert hätte, ne? Also, rechne. Das würde reichen. Centaur, nicht mehr. Der Centaur ist nicht mehr. Los, Sambi. Ja, doch anders. Hätte das, glaube ich, nicht so gepasst. Glaube ich. Doch, sogar mehr. Was rede ich denn da? Yamatos Drachenrolle ist wertlos, soweit ich weiß. Ist zwar ein Drache, aber ziemlich schwach. Nicht nochmal gegen Rex. Wie gesagt, wenn er ein Rotauge hat, ne? Ja, Yamatos Drachenrolle 900 ist zu wertlos, um irgendwie was damit anfangen zu können. Leider. Wollte ich nicht eigentlich... Habe ich den toten Baum noch? Ich glaube, ich habe den toten Baum noch drinne. Shit, wollte ich doch rausnehmen. Egal. Egal. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hallo, Nekogal. Das ist Rex, was mach ich da eigentlich? Der hat doch eh nichts Vernünftiges. Ich will sein Rotaugen. Ich weiß genau, dass du ihn hast, Rex.
Nee, das funktioniert nicht. Warum auch immer. Ich weiß ja nicht genau. So. Ja, ach, was rede ich denn da? Rex hat doch nichts Vernünftiges. Was mich nervt, aber im Grunde bekomme ich an Kaiba leider nicht vorbei, so wirklich. Zumindest wüsste ich nicht wirklich wie. Ich komme nicht über 3000. Fick dich, Telefon. Nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht. Oh, Dönergott. Ist vielleicht jetzt eine bescheuerte Idee, aber... Nee, warte, nee, das funktioniert doch gar nicht. Das mach ich da. Das würde nicht funktionieren. Nach dem Erg. Irgendwas ist hier gerade los und ich bin froh, dass man das hoffentlich nicht... Nee, ich schätze nicht, dass man es auf der Aufnahme zum Beispiel, wenn ich drüber rede. Piss off, Dude, am Telefon. Piss off. So. Erfolgreich das Telefonat abgewendet. So, jetzt können wir das auch endlich mal testen. Mal gucken, es ist eine Elektropeitsche auf einem Elektrodrachen. Mal gucken. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Das nervt. Das heißt, wir haben keine wirkliche Power-Up für den Donnerdrachen. Das ist uncool. Ziemlich uncool ist das. Komm schon, das war doch eigentlich ziemlich geil, oder nicht? Harte Rüstung. Hart und wertlos. Okay, wir geben Rex nochmal eine Chance und dann gehen wir nochmal zu Keith. Ja, harte Rüstung. Ich wollte den Baum rausnehmen, ich Vollidiot. Boah, egal. Weil ich habe dann, für den habe ich nämlich auch noch eine Idee, was man machen kann für Fusionen, nämlich Dschungeldrache und dann über Umwege und, ihr wisst. Phoenix. Und, das Witzige ist, wir können noch mal irgendwann gegen Jono kämpfen. Später. Und da soll man, da gebe ich den Rotaugen auch bekommen. Von daher, man hat mehrere Chancen, den zu bekommen, soweit ich mitbekommen habe. Ja, was auch immer ich bin, töte mich. Ja, wahrscheinlich ist die Drop-Chance bei Rex, dass er den Rotaugen droppt, irgendwie bei unter einem Prozent oder so. Also für mich unerreichbar. Zambi. Hä? Ach ja, da war ja was. Ganz merkwürdig. 50 mehr, gerne, nehme ich hin. Cyberstein. Ist weder Cyber noch ein Stein, aber okay. Los, Schwertdrache. Ah ja, Krieger und Dings war Schwertdrache. Stimmt, da war was. Gut, und im nächsten Part, wenn wir es doch nochmal ein bisschen gegen Kaiba versuchen, sollte es nicht funktionieren, werden wir dann nochmal leider ein paar freie Duelle machen müssen. Da führt leider kein Weg drumherum, Leute. Leider, leider. Ich wünschte, es wäre anders, aber das Spiel ist nun mal leider so. Letzten Endes habt ihr auch dafür gevotet, also von daher. Ich sag mal von daher. Von daher bist du tot. Batman. Mittlerweile meine Freunde hassen es, wenn ich immer so Riddle me this, Batman, sage. Windgin. Okay, Rex, du hattest deine Chance. Verpiss dich. Hey, Keith, es geht. Nur mal so. Wir haben uns noch nicht unterhalten, ne? Windgin. Das Ding gehört so. Ich dachte, das Ding ist ein Spielfehler. Okay. Todespuppe, wo ist der Baum? Wo ist dieser tote Baum? Untoter Baum. Hier, dafür brauche ich... Warte. Auch wenn ich davon... Insekt... Nehmen wir den Pilzmann wieder rein.
Weil dadurch machen wir uns einen Dschungeldrachen und vom Dschungeldrachen können wir zum Doppelköpfigen. Ist einfach eine Chance mehr, irgendwie daran zu kommen. Weil wir haben ja auch nicht so viele 1-6er und ich merke gerade, wir haben im Grunde voll überzogen schon. Aber egal. Als ob euch das stört. Nur mal so, als ob euch das stören würde. Pff, ihr tut ja gerade so, als ob euch das stören würde. Euch stört es nicht, oder? Okay. Ba, 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 ba. So. Ja, ja, gute Fusion raus zum ersten Zügen. Gefällt mir. Burg der Illusion. Nein, danke. Geh weg mit deinen 30 überflüssigen Punkten. Ba, 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 ba. Ist das irgendwie scheiße? Kiefilein? Scheiße, das Ding ist genauso stark wie mein Phönix. Funktioniert das? Zur Not machen wir es so. Es funktioniert sogar. Ah, shit. Hätte eh nichts gebracht von daher. 50 Schaden, zack. Ja, 50 Schaden, ne? Aber alle meinten, wird so ein bisschen was hier in den Krieger rein, der ist doch zu schwach. So viel dazu. Für solche Situationen habe ich sowas. Solche Situationen. Ihr müsst denken, ich denke weiter. Mal gucken, funktioniert mein Plan? Mein Plan funktioniert, Dschungeldrache. Und daraus, aus diesem merkwürdigen Ding, könnten wir halt auch unseren Doppelköpfigen machen. Ja, 50 Punkte, seht ihr? Aber alle meinten, Mann, nimmst du mal hier den Ringer rein, der ist doch schlecht. Und dann komm ich und denk mir, mein Plan. My brain. Wüste. Schon wieder. Wüste.